und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack, die wir beginnen wollen mit einem ganz jungen finnischen Dirigenten, Klaus Mäkelä, der, obwohl er gerade mal 25 Jahre alt ist, dirigiert bereits die besten Orchester der Welt. Er ist Chefdirigent der Oslo Philharmonik und vom Orchestre de Paris. Ich selber durfte auch schon mit ihm spielen und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Leider konnten wir bei meinem Konzert mit ihm in Göteborg wegen Corona nicht filmen, aber wir durften ihn bei den Proben mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks vor Weihnachten ein wenig beobachten. Wenn du spürst, dass alles passt und das Orchester perfekt vorbereitet ist, dann ist das ein Gefühl wie Fliegen und das ist das Schönste. Bartoks Musik ist ja sehr durch Volksmusik geprägt. Das hier ist wie ein Dorffest. Die Solisten spielen wie bei einem Concerto Grosso und das ganze Orchester antwortet mit unglaublicher Kraft. Und alles ist spontan. Und dann passiert was, als ob gerade jemanden ersticht und alle schauen zu. Und dann passiert gleich was anderes. Es gibt tausend kleine Geschichten. Das sollte wie ein Alarm sein, richtig deutlich. Am Pult zu stehen ist für mich ganz natürlich und angenehm. Ich habe ja schon mit 12 Jahren mit dem Dirigieren angefangen und hatte einen tollen Lehrer. Es war Jorma Panula. Jede Woche standen wir vor dem Orchester. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, als ob ich gar nicht auf einer Bühne wäre. So muss es auch sein. Du darfst dich nicht verstellen. Denn einem Orchester kannst du nichts vormachen. Jorma Panula ist gerade 90 Jahre alt geworden. Er ist einer der ganz großen Pädagogen, die genau wissen, was jeder einzelne Student braucht. Study the score and study the score. Not listen any kinds all the time and make imitation and so. This is awful. So they are nothing. Has to be individuality. Die wertvollste Kommunikation geschieht nicht über die Sprache. Aber auch wenn du Finne bist, musst du manchmal etwas sagen. Aber dann sag es so knapp und genau wie möglich. Du musst schauen, wie sie reagieren. Mit jedem Musiker musst du anders umgehen. Vielleicht braucht der eine etwas Ermutigung und ein anderer weniger Druck. In jedem Fall musst du sehen, welche Anregung sie brauchen. So try to see what kind of input is needed. What do? Together, so da, yaka, taka, taka. The first note is to be long, but the next note with a lot of attack. Yeah, three and. Right. And then the viola sancelli, please. And also let's add the basso. This is bar three, tak, try. Yeah, one and. Shorter, shorter.
shorter eighth note, and then exaggeratedly long the downbeat always. Yep. Yeah, three and. That's good, exactly. And then maybe we can add a crescendo three bars before a tempo. Now let's put it together. Bei all diesen Klängen denkt nicht zu symphonisch, sonst wird alles zu rund. Seid ruhig etwas rauer, dann klingt es wie Volksmusik, musikantisch. Es gibt keine spezielle Geste, die einen besonders schönen Klang erzeugt. Jeder reagiert anders. Für jeden brauchst du eine andere Geste. Es ist immer anders und nur der Moment sagt dir, was zu tun ist. Aber wichtig ist es, immer einen Moment voraus zu sein. Alles muss vorbereitet sein. Und das Wichtigste für einen Dirigenten ist nicht nur die Partitur, sondern es sind seine Gesten. Wenn du deine Geste erst in dem Moment, wo es zu spielen ist, zeigst, dann ist es zu spät. Wenn du einen schönen Klang willst, dann musst du sie vorher anschauen und vorbereiten. Und dann kommt der Klang. Klaus ist nicht nur ein toller Dirigent, sondern auch ein sehr guter Cellist, der schon mit vielen Orchestern gespielt hat. Und wie gerne er Cello spielt, kann man hier sehen. Denn als Zugabe mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat er mit den Orchestermusikern Schubert-Quintett gespielt. Es war so schön, ein Teil dieses Ensembles sein zu dürfen und dann auch noch mit diesem Schubert, eines der schönsten Stücke überhaupt. Das ist eines der Stücke, die direkt in die Seele gehen. Das reinigt Körper und Geist. Mind and body. Wenn du dirigierst, hörst du vielleicht deinen Dirigentenstab. Aber wenn du spielst, dann bist du für jeden Millimeter, den du produzierst, selbst verantwortlich. Das ist schon ein großer Unterschied. Als Dirigent bist du ja abhängig vom Orchester. Klar, mit tollen Orchestern zu arbeiten, ist immer eine Inspiration. Aber es ist schon gut, hin und wieder selber zu spielen. Es ist schon ein Unterschied, ob man andere bittet, etwas zu spielen, oder ob man es selber macht. Es ist gut, sich auseinanderzusetzen mit dem, was man besser machen kann. Freue mich schon sehr, denn im Mai werde ich mit Klaus Konzerte haben und Klick-Klack ist sicher dabei. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Ausschnitte aus dem Konzert in Göteborg zeigen, das zwar live gestreamt wurde, bei dem wir aber mit unserem Klick-Klack-Team nicht dabei sein durften.
jetzt freue ich mich, Ihnen eine ganz wunderbare Künstlerin vorstellen zu können. Es ist die russische Pianistin Juliana Abdejeva. Sie hat unzählige Wettbewerbe gewonnen, aber vor allem den berühmten Chopin-Wettbewerb in Warschau. Und die Jury begründete damals ihre Entscheidung mit den Worten: Wenn jemand so besonders im Stil von Chopin spielt, mit einem so schönen Klang, dann ist die Entscheidung leicht gefallen. Ja, es ist ihr besonderer Klang und ihre Poesie, die diese Pianistin so besonders macht. Und das können Sie gleich selber sehen. Tatsächlich finde ich, dass jedes Stück eine Geschichte erzählt und die liegt nicht immer an der Oberfläche. Und in der Musik gibt es so viele Möglichkeiten, das gleiche Stück zu interpretieren, zu hören, zu empfinden. Das ist, finde ich, macht die Musik einfach noch eine Stufe höher als alle anderen Kunstarten. Das ist ein Prälude von Sergei Rachmaninow, was ich ein absolut wahnsinnig schönes Stück finde. Es ist sehr ruhig vom Charakter, erinnert vielleicht auch an ein Nocturne, also wo man vielleicht Landschaft sieht. Rachmaninow, finde ich, ist auch der, wie soll ich sagen, seine Musik hat auch für mich wahnsinnig viel Gerüche oder auch Temperatur, also das, was man auch von Außenwelt auch wahrnimmt. Meine Eltern waren keine Profimusiker, aber sie haben auch, als sie klein waren, wiederum Klavier gespielt. Mhm. Und wir hatten ein Klavier zu Hause. Und mein Vater hatte eine große Sammlung von Schallplatten, also mit unterschiedlichen klassischen Werken und so. Und irgendwie haben meine Eltern gemerkt, dass ich halt immer wieder zum Klavier kam und da irgendwas versucht habe, irgendeine Melodie nachzuspielen oder so. Und so bin ich mit 5 dann in die Spezialmusikschule, Gnesin-Musikschule gekommen. Denke, ist mein erster Auftritt vor Publikum. Ich war da 6 oder so. Meine Lehrerin, meine Eltern haben mich so ein bisschen gecoacht. Ja, so, jetzt gehst du auf die Bühne, da ist viel Licht, haben Leute, aber du machst dir keine Gedanken, also, hab keine Angst, es ist nicht so schlimm und so. Und dann bin ich auf die Bühne und das ist, warum, das ist auch genau das, was jetzt auch so fehlt. Ich war so glücklich, als ich da. Ich hatte überhaupt keine Angst. Es hat mir so viel Spaß gemacht da auf der Bühne. Ich war so traurig, als ich mit dem Stück fertig war. Ich dachte mir, wieso kann ich nicht noch irgendwas spielen? Dieses Verlangen nach diesem Gefühl, einfach diese wirklich grenzenlose Begeisterung einfach mit den Menschen, ohne sie zu kennen, austauschen zu können. Also das habe ich bis jetzt, muss ich sagen. Das ist, genau das fehlt jetzt auch so, ja, so wenn man es nicht kann. Ich hatte Riesenglück mit meiner Lehrerin, bei der ich dann bis zu meinem Abschluss, also 13 Jahre lang studiert habe.
Und sie hat, ich finde, ich diese unglaubliche Kombination gehabt zwischen Strenge und gleichzeitig, weil sie selber auch so eine Begeisterung für diese Musikwelt hatte, konnte sie für mich diese Welt auch entdecken, also sie für mich auch aufmachen auf eine Art. Und dafür bin ich ihr auch unendlich dankbar. Was für mich so irgendwie besonders auch in der Vorbereitung für Chopin-Wettbewerb war, weil es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich eine Zeit lang mich nur mit einem Komponisten auseinandergesetzt habe. Und zwar, ich habe mich nicht nur mit seiner Musik auseinandergesetzt. Auch mit seinem Leben wahrscheinlich. Ja? Nicht nur seinem Leben, auch mit der Literatur. Also George Sand natürlich ist beispielsweise, oder Flaubert. Also sein Freundeskreis oder der Freundeskreis von George Sand war ja riesig. Und einfach die Literatur aus der Zeit zu lesen, auch die Bilder, auch Eugène Delacroix beispielsweise, hat er auch persönlich gekannt. Panie panowie, ladies and gentlemen, zwycięzcą jest, the winner is Juliana Avdejeva. Rosja, Rosja, bravo! Es ging mir nicht um Gewinnen, es ging mir darum, tatsächlich das, was ich kann, in der besten Form zu teilen und diese Faszination für Musik einfach dort auch zu leben. Das war auch, finde ich, tatsächlich hat mir das alles einfach sehr geholfen, auch diese gesamte Atmosphäre um den Wettbewerb. Ist das eigentlich schwierig? Ich meine, da spielt man ja nur Chopin. Es ist nicht einfach, weil natürlich auch eine Zeit, das heißt, dass man, das sind vier Runden, also drei Solo-Runden, ein Orchester. Und das heißt, dass man sich richtig auch mit der, aber das ist auch gut so, weil man muss seine eigene Sprache auch in der Musik von Chopin finden. Mazurka ist die Essenz von Chopin, also von seiner Musik, weil da in der kleinsten Form dieser extreme Ausdruck stattfindet, diese extreme Emotion rüberkommt und jeder Ton, das ist wie ein Wort in der Poesie, ja, das ist nie zu viel und nie zu wenig, das ist genau richtig, das ist das, und deswegen, ich spiele Mazurka wahnsinnig gerne. Ich würde sagen, das sind diese kleinen Seelenbewegungen, minimalste Seelenbewegungen bei diesen auch Harmonien und so, wo diese Saiten in der Seele, wenn man sich die Seele mit Saiten vorstellen kann, wo sie sich minimalst bewegen und dann dabei dieser Ausdruck entsteht, finde ich.
Es gibt auch tatsächlich Geschichten, wo auch dieses Stück auch Leben gerettet hat, wie zum Beispiel in der Lebensgeschichte von Wladislaw Spielmann, ja. Der Pianist im polnischen Radio war, als dann 39, im September 39 das polnische Radio auch zerbombt wurde, hat er gerade sein Chopin-Rezital gespielt. Und das war das letzte Stück, was er gespielt hat. Und dann, als er sich versteckt hat im Warschauer Ghetto, ist er dann einem deutschen Offizier begegnet, wo er auch ihm dieses Nocturne gespielt hat. Und ja, das hat ihm das Leben gerettet. So war das, ja. Wenn du keine Konzerte spielen kannst mit dieser Pandemie, wie rettest du dich? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil natürlich auch dieser Moment und diese Freude, wo diese Energie einfach rauskommen kann, also im Konzert, die ist im Moment nicht vorhanden. Ja, das ist nicht einfach. Nichtsdestotrotz habe ich für mich jetzt schon auch im ersten seit dem ersten Lockdown auch andere Möglichkeiten entdeckt. Hi everyone, this is Juliana Avdieva. It's 7:30 in Central Europe and it's Thursday, so it's time for our weekly stream where we continue with our exciting Bach project. So thanks a lot for subscribing the channel here. The second partita in C minor, which is Allemande, we have actually here an alla breve. Ja, es war eigentlich ganz interessant, weil meine letzten Konzerte vor dem ersten Lockdown waren in Pittsburgh. Und dann haben sie mich gefragt, bitte erzähl ein bisschen dem Publikum über den Weinberg, weil niemand, also nicht so viele Leute kennen. So. Da dachte ich, vor den Leuten reden. Aber sie haben mich so kurz vor dem Auftritt gefragt, dass ich eigentlich keine Möglichkeit hatte, da auszukommen. Also einfach irgendwas. Du musstest der Geschichte. Ja sagen. Genau. Okay. Und dann habe ich mich da hingestellt mit dem Mikrofon und so und kurz erzählt. Und dann habe ich einfach gemerkt, auch wie anders die Perzeption auch von Weinberg-Werken war. Und dann eben kam ich zurück nach München, dann war Lockdown und dann dachte ich mir, ich möchte doch irgendwie schon mit den Leuten auch, also mit dem Publikum in Kontakt bleiben. Und dann habe ich mich für erste Streams, einfach Livestreams, irgendwie auch hingesetzt. Und das waren irgendwie so ganz tolle Es gibt viele Reaktionen, genau. Auch, die schreiben ja sehr, direkt. Sehr, ja. Sehr, sehr, genau. Und eben auch in so einem Livestream haben wir irgendwie, da war auch das Thema Bach, haben wir über Bach gesprochen, dann habe ich diese Faszination bei mir und auch bei den Leuten gemerkt, weil der ist schon so eine Schlüsselfigur. Weil man kann fast in jedem Komponisten, auch bei denen, die das abstreiten,
spürt man diese Verehrung und diese unglaubliche Auseinandersetzung mit bachischem Werk. Es ist nicht nur das Stück von Chopin oder von Beethoven oder von Bach, das ist schon auch unser Stück. Also ich bin dann wie ein Co-Autor davon. Ja? Also ich bin nicht nur der Wiedergabemaschine, ja? Sondern das ist auch ein Teil von mir. Das wird zu meinem Stück. Musik ist auch eine Art Spiegel von dem, wie man ist. Und man spielt so, wie man ist. Man kann sich, finde ich, in der Musik eigentlich kaum verstecken oder irgendwie, da ist man relativ nackt. Also so mit dem, was man hat. Und das ist manchmal nicht einfach. Damit möchte ich mich von Ihnen für heute verabschieden. Und ich hoffe so sehr, dass ich Sie bald wieder von einer Konzertbühne begrüßen darf. Das nächste Mal begrüßt Sie dann wieder Martin Grubinger. Musik